so einen recht schönen guten Morgen hier von der B2 Schwedt an der Oder. Ich möchte jetzt erstmal gleich die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Beteiligten für den tollen gestrigen Tag in Berlin am Deutschen Reichstag bedanken. Wir haben im stillen Protest gestanden mit den gelben Westen Berlin. Es waren Patrioten der Deutschlandfahrer vor Ort. Es waren andere Patrioten aus den verschiedensten stillen Protesten dabei. Wir haben sogar mit der Gruppe Staatenlos Info zusammen uns eine Bühne geteilt. Und selbst dort wurde aufgerufen zum Zusammenhalt. Und das haben wir gestern wieder gezeigt. Es sind ganz, ganz tolle Bilder im Netz. Es fanden wahnsinnig tolle Gespräche statt. Und tausende Menschen waren gestern da, weil da auch andere Veranstaltungen waren. Es war eine gelungene Veranstaltung für die Aufklärung, für Heimat und Weltfrieden. Ja, dann werde ich jetzt mal ein paar Impressionen nochmal hier von Schwedt von der B2 euch vermitteln. Der junge Mann, schon mal drüber nachgedacht, in die Politik zu gehen? Ach ja, es ist... Angebote? Na, Angebote so direkt nicht, aber ich glaube, wenn man in die Politik gehen will, dann muss man, glaube ich, auch manchmal gut üben können. Und die Zeit ist nicht mehr fern, da werden wir gehangen sehen, den Adlern die Laternen. Der Despote mag am ersten Tag zu dem Schafotte wallen, das Land ist frei von Tyrannei, sobald sein Haupt gefallen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern, da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern, da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Die nächsten, nein, die nenn ich gern, es sind die Herren Minister, dann kommen Höflinge und Herren und edle geile Priester. Und wenn der Wut des Volks ihr Blut in Strömen ist geflossen, dann hoch und her aus Blutgebär die junge Freiheit sprossen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern, da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern, da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Mein Volk, nimm in die Hand die Waffen und die Wehren, schon höret man den ganzen Land des Aufbruchs und des Gehren. Drum seht ihr, wo Tyrannen vor und schwelget beim Gelage, hungert gern und denkt nicht gern, es wär die Zeit der Rache. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern, da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern, da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Es wird geschehen, die Zeit ist nicht mehr fern, da werden all die hohen Herren gehangen an die Laternen. Jawohl, so wird's sein, so soll's sein und wir grüßen nochmal alle stillen Proteste an den Straßen und Plätzen unserer Heimat und bis bald.